Susi, dein Comeback steht fest, 2. Oktober in Hamburg. Du bist zum ersten Mal deine eigene Promoterin. Was bedeutet das? Ein absolut tolles Gefühl. Für mich eine Herausforderung. Ich muss mich beweisen in der Männerdomäne. Aber ich meine, ich habe das geschafft. Man hat heute gesehen, wie viele Leute interessiert sind an diesem Kampfabend. Und ich bin einfach stolz, dass ich das geschafft habe. Das ist so ein emotionaler Moment auch für mich. Ich kann nur sagen, ich bin dankbar, ich bin zufrieden, ich gebe Gas, ich will noch mehr und noch mehr erreichen. Und ich werde auch Frauenboxen wieder nach oben pushen, dass wieder von Frauenboxen gesprochen wird. Das ist auch mein Ziel. Und da ich auch einen tollen Unterstützer habe, so wie Udo Lindenberg, der mich wirklich, der halt in meiner Nähe ist immer, denke ich, dass es einfach passt. Also er wird mir dabei auch helfen, dass wir das richtig nach oben bringen. Wie groß ist denn die Gefahr, wenn man selber die Boxerin ist, aber auch Veranstalterin, Promoterin, dass man sich übernimmt, dass man sich vielleicht zu viel vornimmt, als man nachher schaffen kann? Dadurch, dass ich eine wirklich tolle Unterstützung habe, auch von meinem Team, dann natürlich mein Sponsor, der mich unterstützt, mache ich mir da keine großen Gedanken. Mir wird vieles abgenommen und mein Kopf ist free. Das heißt, ich kann mich komplett auf das Boxen konzentrieren. Natürlich muss ich einige Termine wahrnehmen, das ist ja normal. Aber an dem Abend, an dem 2.10. muss ich komplett nur ans Boxen denken und nichts anderes und muss wieder knallen. Einfach knallen. Und ich bin wieder zurück, da wo ich hingehöre, zu den alten Wurzeln. Und ich bin einfach so happy, wirklich, ich bin happy. Du bist zurück bei deinem alten Trainer, Frank Ried, du sprachst es an. Deine Wurzeln liegen ja darin, damals die Killer Queen, die K.O.-Königin gewesen zu sein. Wie wird sich das äußern im Kampf? Werden wir das sehen? Natürlich kann ich das nicht prophezeien. Ich nehme mir vor, einen tollen Kampf zu zeigen, keinen langweiligen. Also es wird nicht getastet, sondern es wird reingehauen. Und was ich traurig finde, auch momentan an Boxen, ist leider nicht... Mittlerweile schon langweilig geworden und ich möchte wieder Action reinbringen, Spektakuläres. Ich bin so motiviert, dass ich es einfach allen zeigen möchte. Du hast die Unterstützung von Udo Lindenberg angesprochen. Eins musst du ihm, glaube ich, noch abgewöhnen. Das Zigarre rauchen im Beisein einer Sportlerin ist ja nicht gerade das Beste. Wie kriegst du das noch hin? Ja, er macht ja schon mittlerweile so immer wegpusten, dass er nicht mich anpustet. Von daher, er passt da schon auf. Aber ich habe da nichts gegen. Das ist für mich schon mittlerweile normal. Wird er denn auch dir live den Song als Walk-in-Song singen für deinen Kampf, den ihr gemeinsam gemacht habt? Also... Es wird sich noch in den nächsten Wochen entscheiden, was passieren wird. Fest steht, dass es einen Walk-in-Song gibt. Also ich werde, egal was passiert, mit Udo-Song einmarschieren. Und das freut mich schon. Und ob Udo jetzt das live macht oder nicht, werden wir noch sehen. Aber wichtig ist, dass der Song fertig wird bis dahin. Und er wird fertig. Und alles andere wird sich zeigen. Das Motto des Abends lautet ja, The Queen takes it all. Vielleicht magst du kurz beschreiben, was du dir alles holen willst und in welcher Zeit das geschehen soll, bevor du dann irgendwann darüber nachdenkst, deine zweite Karriere als Sängerin zu starten. Oh, ja. Ich nehme mir in den nächsten 2 Jahren vor, zu boxen und alle Gürtel zu vereinigen. Das ist mein Ziel, wofür ich kämpfen werde. Was nach dem Boxen kommt, ob ich Sängerin werde, das kann ich nicht sagen. Ich habe wirklich viele Talente, das weiß ich und ich denke, das wird sich ergeben. Einfach abwarten und dass ich heute hier so stehe und das alles präsentieren kann, das ist schon etwas ganz Großes und ich habe schon was erreicht und das soll mir erstmal jemand auch nachmachen. Ich habe es geschafft, ich bin glücklich, ich bin dankbar, ich starte jetzt durch, das kann ich nur dazu sagen. Es geht jetzt richtig los.